Das nicht. Ich... Gib mir einen Hinweis. Gib mir irgendeinen Hinweis. Ich will hier raus. Es ist so dunkel. Gib mir doch einen Hinweis. Hey Leute, ich bin Schauerland und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Horror-Game namens Bathroom. Es ist ein japanisches Spiel von einem japanischen Entwickler. Es soll, glaube ich, ein bisschen PT-inspired sein. Die japanischen Spiele oder beziehungsweise die asiatischen Horror-Games sollen ja ganz gut sein. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Okay, wir können einen Spiegel nehmen. Da ist leider auch nur japanisch drauf. Ich kann's nicht übersetzen. Da steht eine Nummer. 0, was stand da nochmal? 0812. Vielleicht ist das ein Code für irgendwas. Okay, man weiß natürlich nicht, warum man hier ist. Mal reinzoomen können wir auch. Es ist alles auf Japanisch, verdammt. Ich habe keine Ahnung. Man kann es auch nicht umstellen. Oh, geil. Licht an, Licht aus. Okay. Stehen ein paar Fotos rum. Audrey. Auch mit Nummern. Überall sind diese Nummern. 2-2. Es sind überall Nummern hier drauf. 4-5. 6-9. Ist das vielleicht ein Code? Codes für irgendwas? WASD, Shift, Control. Escape. Okay, Control ist ducken. Shift ist vermutlich rennen. Es sieht wirklich, wirklich nice aus. Ich muss mal eben gucken, ob wir hier rauskommen. Sieht nicht so aus. Wir sind also wirklich nur im Badezimmer, haben einige Codes vor uns. Und da stehen wir nun mit Chuck. Okay, wir können es mal ducken. Ah, da ist auch noch ein Zettel. Wer hat das Licht ausgemacht? Okay. Enter the number. Was war das? Und warum haben wir kein Spiegelbild? Ist das ein Fenster eigentlich? Ich glaube, das ist ein Fenster. Okay, wir versuchen mal, hier die Nummer hinter den Bildern einzugeben. Ansonsten eine andere. 2, 2. 4, 5. 6, 9. Ich habe keine Ahnung. 2, 2. 4, 5, 6. Okay, ist vierstellig. Dann vielleicht 0812. Okay, das war schon mal falsch. Das war schon mal falsch. Gucken wir mal, ob wir noch mehr Hinweise finden. Okay, das ist einfach nur die Bedienung. Vielleicht steht ja hier noch was auf dem Zettel. Ich habe es ja nicht richtig sehen können. Okay, es sind überall Datumsangaben. Das ist natürlich jetzt sehr schwer, wenn man kein Japanisch kann. Das Ding können wir auch nicht aufmachen. Vielleicht müssen wir die Zahlen in einer anderen Reihenfolge eingeben. 4, 5. Vielleicht gibt es aber auch noch mehr Codes. 6, 9. Dann ist es immer Datum und Uhrzeit. Aber es ist auch Audrey. Audrey. Und das glaube ich auch. Es ist alles Audrey Hepburn. Okay, vielleicht finden wir noch andere Hinweise oder Zettel. Da hinten ist auch noch ein Bild. Kommen wir da dran? Tatsächlich. Okay, 1, 2. Okay, vielleicht müssen wir den, vielleicht setzt sich der Code aus den Zahlen zusammen. 1 ist 2. 2 ist 2. Alter, was zum? Die Musik wird immer schlimmer. Haben wir nur eine gewisse Zeit oder sowas? 4 ist 5. Alter, was? Die Geräusche.
Okay, aber es ist ein sehr kreativer Titel mit Bathroom. Okay, 2 ist 2. 4 ist 5. Und 1 ist 9. Also 1, 2, 4, 9. 1, 2, 4, 9 versuchen wir mal. Okay, geht auch nicht. Können wir vielleicht noch was im Mülleimer sehen? Mülleimer! Von wegen. Kein Mülleimer. Okay, es ist was natürlich. Das Klo. Alter! Hör auf, das Licht immer auszumachen! Chuck, hör auf damit. Du machst mir Angst. Will er mich natzen? Die Musik verstummt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was für einen Code ich eingeben muss. 1, 2. Warte mal, 2 ist 2. Vielleicht müssen wir aber auch die Zahlen ersetzen hier in diesem Ding. Wo war der Zettel denn nochmal, wo der Code drauf stand? Wo war denn der? Da war doch noch irgendwo ein Zettel. Da war doch noch irgendwo ein Zettel. Wo war der denn? Bin ich jetzt doof? Bin ich jetzt doof? Den haben wir doch ganz am Anfang gefunden. Ein Schlüssel. Okay. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ein Schlüssel für die Tür? Ein Schlüssel für das Schächtelchen hier vielleicht. Ah, ein neuer Hinweis vielleicht, den wir wieder auch nicht lesen können. Okay, das ist sehr schade, das ist sehr schade. Vielleicht sehen wir noch andere Hinweise. Es muss noch einen Hinweis zum Code. Es ist doch einfach. Es muss noch Hinweise zum Code geben. Ey, ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche Jumpscares gibt oder irgendwas in der Richtung. Ich hoffe nicht. Ich suche gerade diesen Code. Nee. Was zum? Ich weiß den Code nicht. Ich weiß den scheiß Code nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich kann kein Japanisch. Gestorben. Während der wegen Sprachbarriere gestorben. Komm schon. Ich kann das nicht. Gib mir einen Hinweis. Gib mir irgendeinen Hinweis. Ich will hier raus. Es ist so dunkel. Gib mir doch einen Hinweis. Das war wirklich krass. Ich habe lange nicht mehr so ein gutes Spiel gespielt. Ich habe lange nicht mehr so viel Angst gehabt. Es fängt wieder von vorne an. Ich möchte natürlich den Code wissen. Was ich jetzt mal tun werde, ich werde mir jetzt mal im Internet mich mal schlau machen, um zu gucken, was es für ein Code ist und ob man da irgendwie rauskommt. Ob wir den Code eingeben können. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich habe den Code. Und er lautet 2304. Und es gibt nämlich immer noch hier was hinter. Ich habe keine Ahnung was. Ein weiterer Hallway. Der Rest des Hauses quasi. Oh, sieht das nice aus. Es sieht wirklich sehr gut aus.
Ich weiß nicht, ob es hier auch noch Rätsel gibt. Ich hoffe, das Monster kommt nicht wieder. Eine Taschenlampe! Okay, wir können sie nehmen. Okay, mit F können sie an und aus machen. Können wir sonst irgendwie noch was machen? Da ist wieder dunkel. Okay. Die Tür ist zu. Alles Klärchen, Bärchen. Oh, ein weiterer Hinweis. Okay, das wird wieder oh Gott, das wird wieder schwer. Oh Gott, dieses Spiel ist so gut. Wenn ich es nur verstehen würde. Können wir denn hier irgendwo das Licht anmachen wieder? Können wir das Licht anmachen? Wir können hier gar nichts machen, okay. Was? Ich will wieder zurück ins Bad. Das ist mir zu unheimlich hier. Kann er da nicht hin? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Thank you for playing! Okay! Ich glaube, das war's. Oh Mann, ich hab's gerade schon gesagt. Cool, super Stimmung. Leider nur auf Japanisch. Ladet's euch runter, Link ist in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.